Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder einfach Morgen. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Nestagi mit Prince of Persia. Auch das ist ein Wunsch. Jetzt muss ich zugeben, dass ich jetzt gerade mal nachschielen muss, wer sich das gewünscht hat. Der gute Lon Su. Und bei diesem Spiel, das ist auf jeder Plattform ziemlich grausam, es sei denn, man wusste halt genau, wie das so vonstatten geht. Dementsprechend erwartet nicht so viel. Ich mache die Musik an, ich drücke Start. Und los geht's. Und ich starte ein neues Spiel, weil ich ja noch gar nichts gemacht habe. Und wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Ich bin hier noch nie sonderlich weit gekommen. Achso, da ging es ja nicht weiter. Okay. Mann, da konnte man sicher auch rüberspringen, aber ich krieg das natürlich nicht hin. Also. Ich habe hier noch nie groß irgendwas hingekriegt. Ich habe das damals natürlich auf dem PC auch gespielt. Ich habe das doch mit dem Sprungverhalten noch nie verstanden. Muss ich denn eigentlich... Also er springt zumindest auf der Taste. Das ist schon mal gut. Aber ich schnalle es nicht. Ich schnalle nicht, wann exakt er springt. Wo geht's denn hier lang? Moment mal. Ich vermute mal, da hätte ich erst lang gemusst, wenn ich... Ach, das ist auch noch auf Zeit. Ich werde nicht mehr... Wenn ich, auch wirklich Wasser habe. Komme ich auch hier lang? Ah, nein, da war ich ja eben. Das heißt, wir müssen da lang. Also ich denke, ihr werdet in diesem Video nicht viel zu sehen kriegen. Und dann können 10 Minuten echt lang sein. Nein, 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 ich wollte nur springen, testen, wie das Sprungverhalten ist. Verdammte Axt. Naja, wieder von neuem. Ich wollte eigentlich nicht runterfallen, ich wollte mich langsam abseilen. Also langsam ein Abseilen, aber das geht anscheinend nicht. Ich denke aber, ihr werdet nicht viel mehr zu sehen kriegen als das. Oh! Ey. Unfassbar. Und genau das war das Problem damals auch auf dem PC. Man kann sicherlich auch irgendwie darunter ohne Energie zu verlieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber ich brauche jetzt in diesem Fall auch nicht die Anleitung anzugucken, weil es war in jedem Fall... Kann er nicht so im Tomb Raider-Stil einfach ganz langsam da so drauf zugehen? Oh, ich kriege jetzt schon Brechreiz, ganz ehrlich. Das ist nämlich so totales Try and Error. Mann, du sollst ja nicht runterfallen, du... Mir rutschen gleich bestimmt schon wieder irgendwelche Ausdrücke raus. Oh Gott. Spring doch einfach, du... Oh, nee. Ich frage mich ja, wie lang so ein Level für gewöhnlich ist. Oh, leck mich am Ort, wo nie die Sonne scheint. Vorhin geht mir die Musik schon tierisch auf den Sack. Wow. So macht man das. Ach du Schande. Kann mich da abseilen? Yeah. Was bringt mir das? Nein, du solltest doch... ich schnalle doch das noch nicht, wie ich hier... Oh, hier gibt es keinen Checkpoint oder gar nichts. Ich schnalle noch nicht, wie man... Mann! Mother! Ich schnalle noch nicht, wie man aus dem Sprung heraus vernünftig springt. Mein Gott, du Arschgesicht! Das auch das Spiel, das kann kein Mensch gemocht haben, oder? Das kann der nicht auch mal langsam gehen? Das muss doch irgendwie möglich sein. Oh, natürlich kann er langsam gehen. Mutter, Ficker, wer... Das Spiel ist immer nur so gut wie der spielt, ne? Okay, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Wow, wir kriegen es sogar hin aus dem Lauf heraus. Wir sehen mal was Neues. Yeah. Oh. Also, was öffnet sich da jetzt? Wo kann man da lang? Hat hier irgendwas geöffnet, aber irgendwie glaube ich... du Scheiße.
Moment. Moment. Das, Nee. Ah, ich verstehe. Ich glaube... Nein! Ich verstehe gar nichts. Ich wollte gerade sagen, mit dem... Oh, jetzt muss ich schon wieder alles von vorne. Mit dem einen kommt man wahrscheinlich... Nein, ich will da nicht immer runterfallen. Ich will auch... Oh, ich spucke hier schon. Ich werde schon ausfallend oder auswerfend. Also das ist noch nie ein Spiel, das ich noch nie mochte. Ich habe wahrscheinlich, ich vermute mal stark, dass ich, ach, scheiße. Dass ich, jetzt komme ich wahrscheinlich auch gar nicht rüber, ne? Ach, Mann. Das ist so ein deprimierendes Spiel. Wer hat das früher freiwillig gespielt und wie hat es dieses Spiel jemals auf ein, Du sollst dich da festhalten, meine Gatte! Wie das Spiel jemals geschafft hat, dass da noch Nachfolger kam. Mochte wirklich jemand früher diesen extremen Schwierigkeitsgrad? No. Mach auf da. Mach alle, mach hinne. Das war nämlich so nicht gewollt. Wieso kann der eigentlich nicht, Warum? Was wollte ich sagen? Ach, keine Ahnung. Ich bin hier so konzentriert auf das Spiel, dass ich nicht weiß, was ich sagen wollte. Warum man sich da nicht ablassen kann, wollte ich eigentlich sagen. Da kam ich ja nicht weiter, ne? Die Frage ist, geht's hier irgendwo weiter? Darf ich da runterfallen? Wahrscheinlich nicht. Oh doch, darf ich da... Oh, was ist das? Hallo? Hallo? Nimmst du das auf oder was? Oder nimmst du es nicht auf? Ich wollte nur wissen, was das für ein Fläschchen ist. Und jedes Mal von vorne anfangen. Du siehst die Zeit davon rennen. Halt dich doch mal der Kante fest. Blöder Prinz. Vorhin witzigerweise ist die Upsala. Die Grafik ähnlich wie damals auf dem PC. Wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Farben. So, halt, jetzt wäre ich beinahe rübergesprungen. Nicht alles doch springen! Also, ist das ist das neue, nein, das ist das alte Roguelike. Er kann sich an der Kante nicht festhalten. Er will sich nach unten nicht an der Kante festhalten. Ich merke das schon. Ich verstehe dich. Du stürzt gerne in den Tod. Du verletzt dich gerne. Ach ja. Vorhin erklärt einem das Spiel auch nicht, was es von einem will, ne? Boah. Nein! Mach doch nicht sowas mit mir, du Arsch! Da will man einmal vorsichtig... Oh, endlich wieder von vorne. Das ist eine Endlos-Loop. Da man da ja anscheinend eh nicht... Also ich weiß jetzt schon, das wird irgendjemand in den Kommentaren sagen, ja, du musst das und das machen, dann hält er sich auch, wenn du nach unten fällst, fest. Das nützt mir nur leider während der Aufnahme nichts. Und ich besitze keine Anleitung, weil ich sowieso auch keine Anleitung lese. Wie war das? Warum sprengst du da nächstes Mal nicht? Oh Gott. Oh, und bei dem Spiel, wenn du hier immer so eine 5-Sekunden-Loops hast, ja? Ist eine Minute, dann sind 10 Minuten echt furchtbar lang, oder? Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt auf 10 Minuten gestellt habe. Oder ob ich auf länger eingestellt habe. Sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, wenn er langsam... Oh, läuft! Noch 15 Minuten! Da kommt hin, ne? Spring! Bis zum nächsten Ableben machen wir noch. Ich meine, bei Spielen, wo man so häufig ablebt, ist es ja nicht weiter schwierig. Und nein, er kann dich nicht abrollen. De facto. Aha! Ausgetrickst! Kommen wir sogar noch ein bisschen weiter. Das heißt, jetzt sterbe ich... Oh, fuck. Okay, okay.
Jetzt ist die Frage... Ah, das kann er doch! Oh, das Schwert! Die Frage ist... Wie benutzt man das? Wow! Ja, so viel dazu jetzt. Kommen wir doch noch so weit. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Nein! Oh, naja, wie dem auch sei. Das war ein Wunsch von Lonzu. Das war die Endlosschleife Prince of Persia. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Ich bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos so konsumiert. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.